Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von SQL Lernen für Anfänger hier bei der HTML Tutorial. Ja, wir hatten jetzt schon die Select-Funktion, die Insert-Funktion und heute ist Update dran. Mit Update können wir eben Datensätze, die bereits gespeichert sind, updaten, also verändern. Ich schreibe die Syntax auf, wie immer, danach erkläre ich sie und gehe ein paar auf manche Sachen auf und gehe auf manche Sachen ein bisschen ein. Okay, also hier ist die Syntax. Update Tabelle set Spalte gleich Wert where Bedingungsliste. Ja, fangen wir von Anfang an. Update muss immer dastehen. Dann Tabelle, da müssen wir eben sagen, in welcher Tabelle sich dieser Datensatz befindet, den wir verändern möchten. Das muss hier hin. Das Set muss jedes Mal hin. Danach kommt Spalte gleich Wert. Also welches Attribut wir oder welchem Attribut wir welchen Wert zuweisen möchten. Zum Beispiel bei unserem User, Update User Data, Set, Gold zum Beispiel, gleich 12.847. Dann ist Spalte gleich Gold und Wert gleich 12.847. Und jetzt am Ende können wir noch eine Bedingung machen, hier where. Und dann kommen hier dahinter die Bedingungen, wie auch schon bei Select. Und zwar können wir jetzt hier sagen, dass wir allen Usern, die deren ID gleich 5 ist, einfach mal 500 Gold schenken. Oder dass wir allen Usern, die 500 Gold haben, einfach mal ein Level dazugeben. Also, diese Update-Funktion wird sehr, sehr häufig gebraucht noch. Habe ich auch im Browser Game Development ziemlich oft benutzt. Und ja, sorry, dass dieser Part zu kurz ist, aber es ist, wie es ist. Ich hoffe, ihr habt trotzdem verstanden, um was es hier bei dieser Update-Funktion geht. Und dann würde ich sagen, was ist mit diesem Video? Bis zum nächsten Mal. Ciao.